Wer ist ich? Wie erleben wir die Welt? Was ist Bewusstsein? Die Hirnforscher versuchen, die ältesten Fragen und letzten Geheimnisse unseres Ichs zu entschlüsseln. Und dabei machen sie große Fortschritte. In der Schweiz, in der Polytechnischen Hochschule in Lausanne, läuft ein weltweit einzigartiges Projekt. Hier arbeiten 40 Wissenschaftler am sogenannten Blue Brain Project. Neurologen, Biologen, Physiker und Informatiker haben sich zusammengetan, um herauszufinden, wie unser Gehirn funktioniert. Denn wir erfahren die Welt nicht mit unseren Augen, Ohren oder unserer Haut, sondern wir erleben die Welt mit unserem Gehirn. Wie erschafft das Gehirn diese Welt, die der wirklichen Welt entsprechen soll? Immer tiefer dringen die Hirnforscher in den Mechanismus Gehirn ein. Der Leiter des Projektes, Henry Markram, hat eine Vision. Er will das menschliche Gehirn im Computer nachbauen. Nervenzelle für Nervenzelle. In einem ersten Schritt versuchen die Wissenschaftler zu verstehen, wie die Nervenzellen im Gehirn arbeiten, wie sie denken. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neuronen, haben wir in unserem Gehirn. Zwischen diesen Neuronen funkt es. Elektronische Impulse werden weitergegeben, das Gehirn arbeitet. Pro Sekunde kann eine Nervenzelle hunderte solcher Impulse erzeugen. Wenn ein Gedanke entsteht, dann ist das wie ein Gewitter im Kopf. Dabei verbraucht unser Gehirn weniger als 60 Watt Strom. Es ist eine unglaubliche Technologie. Gäbe es einen Supercomputer, der dieselbe Leistung bringt, würde er Milliarden Euro an Stromkosten verbrauchen. Bevor wir zum Beispiel eine rote Rose erkennen, muss unser Gehirn sie aus vielen Daten zusammensetzen. Dazu werden alle Informationen aktiviert, die mit Rot und mit Rose zu tun haben. Woher wissen die Nervenzellen, welche Informationen zum gleichen Objekt gehören? Diesem Geheimnis sind die Wissenschaftler in Lausanne auf der Spur. Wenn sie irgendwann verstehen werden, wie das Gehirn funktioniert, dann wird das unser Dasein revolutionieren. We need to move away from experimental-based research into simulation-based research. Wir müssen in der Hirnforschung von Experimenten zu Simulationen übergehen. In anderen Bereichen wird diese Art Forschung längst angewandt, in der Physik zum Beispiel, aber bisher nicht in den Biowissenschaften. Wenn wir Supercomputer einsetzen, um das Gehirn zu erforschen, dann werden wir den Prozess des Verstehens beschleunigen. We'd be able to accelerate our process of understanding the brain, I think, tremendously. 15 Jahre lang hat das Team um Henry Markram Daten gesammelt, um den Schaltkreis des Gehirns zu simulieren. Weltweit einzigartig ist dieses Gerät in Lausanne, denn mit ihm kann man 12 Nervenzellen gleichzeitig beim Informationsaustausch beobachten. Unter dem Mikroskop liegen Nervenzellen aus dem Gehirn einer Ratte. Die 12 feinen Glaselektroden registrieren jeden elektrischen Impuls. Wenn eine Nervenzelle einen elektrischen Impuls aussendet, steigt die Calciumkonzentration in der Zelle an. Mit Hilfe von Calciumproteinen können die Wissenschaftler diesen Anstieg sichtbar machen. Dieser Funkverkehr der Nervenzellen wird aufgezeichnet und dann ausgewertet. Aus den Daten entstehen dann im Computer exakte Modelle der einzelnen Neuronen. Sie scheinen in allen Säugetiergehirnen gleich zu sein, nur ihre Anzahl ist verschieden.
Aus diesen Neuronen simulieren die Wissenschaftler in Lausanne zum ersten Mal den Grundbaustein des Gehirns, die neokortikale Säule. Sie ist die kleinste funktionelle Einheit in unserem Gehirn. Jede Säule besteht aus 70.000 Neuronen. 2,5 Millionen solcher Säulen hat ein Menschengehirn. Sie funktionieren wie Computerspeicher. Mit diesen Säulen können wir sehen, hören, schmecken und vor allem denken. If we can understand the neocortical column, die neokortikale Säule ist wie der Heilige Gral. Wenn wir sie verstehen, werden wir auch die Intelligenz von Tieren und dann auch die Intelligenz des Menschen verstehen können. Für das Blue Brain Project wurde extra einer der schnellsten Computer der Welt entwickelt. Die Analyse der elektronischen Impulse war erst der Anfang. Jetzt will man wissen, welche Rolle die Gene und die Moleküle im Gehirn spielen. Jeder der 8000 Prozessoren simuliert 1 bis 2 Nervenzellen. Dabei ist dieser Computer immer noch 10-mal langsamer als echte Neuronen. Um ein komplettes menschliches Gehirn zu simulieren, müsste er 20.000-mal mehr Leistung bringen. Und er müsste völlig neuartige Prozessoren haben, die die komplexen Vorgänge in den Neuronen simulieren können. Markram und sein Team brauchen eine Art Biocomputer. Noch gibt es so etwas nicht. Es geht den Wissenschaftlern in Lausanne nicht darum, eine künstliche Intelligenz zu erschaffen. Das erste biologisch korrekte Modell unseres Gehirns soll als eine Art Wissensspeicher der Hirnforscher dienen. Pro Jahr erscheinen weltweit an die 100.000 wissenschaftliche Artikel mit neuen Erkenntnissen über das Gehirn. No neuroscientist today even knows what we know about the brain, let alone what we don't know. Kein Neurowissenschaftler kann das alles lesen. Und ein Mensch allein kann all diese Forschungsergebnisse auch gar nicht aufnehmen. Die einzige Möglichkeit ist, ein virtuelles Gehirnmodell zu schaffen, um diese Daten zu sammeln, sie zu sortieren, zu bewerten und weiter zu untersuchen. So ein Gehirnmodell ist also letztendlich auch ein Datenspeicher, eine Art Bibliothek. Mit dem gebündelten Wissen in einem virtuellen Gehirn ließen sich dann auch neurologische Krankheiten simulieren, analysieren und vielleicht irgendwann heilen. Die Wissenschaftler in Lausanne haben sich trotz vieler Zweifler ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Bis 2015 wollen sie fertig sein mit dem ersten virtuellen Gehirn. Vielleicht wird unser Computermodell Bewusstsein entwickeln. Aber das ist auch eine philosophische Frage. Kann ein Abbild der Realität Bewusstsein haben? Ich bin aber in jedem Falle sicher, dass dieses Projekt die Suche nach dem Bewusstsein voranbringen wird. Nirgendwo auf der Welt arbeiten mehr Hirnforscher als hier in Südkalifornien. Das Gebiet zwischen Los Angeles und San Diego wird auch Neuron Valley genannt. In Pasadena lebt der Neurowissenschaftler Christoph Koch. Er ist Marathonläufer und Extremkletterer. Mut und Ausdauer sind Eigenschaften, die er auch in der Hirnforschung braucht. Denn er fing als erster an, nach den biologischen Bausteinen des Bewusstseins zu suchen. Dafür hat er am California Institute for Technology sogar ein eigenes Institut. Auch heute kann man noch teilweise noch Textbücher lesen, über 500 Seiten beschreiben die detailliertes Gehirn. Die beschreiben aber nie, manche dieser Bücher, weiterhin erwähnen nicht mit einem Wort, wie es ist, wie es sich anfühlt, der Benutzer eines solchen Gehirns zu sein. Wenn ich ein Gehirn habe, wie ich und Sie das haben, dann fühlt es sich irgendwie an. Es fühlt sich an, Schmerz zu haben, Lust zu haben, rot zu sehen. Und wieso kommen diese Gefühle in die Welt?